Ja, meine Damen und Herren, wir stehen jetzt hier auf dem Gelände der RHE. Das ist die Rhein-Hunsrück-Entsorgung, sprich die Müllabfuhr mit der Mülldeponie in der Nähe von Kirchberg. Und Sie werden es nicht glauben, dieses Schaf da hinten hat was mit Müllentsorgung zu tun. Dieses Tier ist nämlich ein Lehrer, an dem Kinder erklärt bekommen, wie denn Abfall richtig entsorgt werden muss. Das ist eine ganz tolle Idee hier im Rhein-Hunsrück-Kreis, denn man sagt sich einfach schon, Kinder müssen früh anfangen zu lernen, wie man richtig sich umweltbewusst verhält. An Erwachsene bekommt man das oft sehr, sehr schlecht dran. Und ich treffe mich jetzt hier gerade mit dem Klaus-Peter Hildenbrand. Das ist der technische Vorstand der Rhein-Hunsrück-Entsorgung. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielleicht erklären Sie uns so ein bisschen das Konzept hier mit Schaf, mit eigener Schule, die man hier vom Landkreis unterhält. Ich denke mal, das ist was ganz Besonderes. Ich glaube, gibt es das in Deutschland nochmal überhaupt? Ja, es gibt noch drei weitere Lernorte in Rheinland-Pfalz. Ist ja vom Ministerium in Mainz gefördert worden. Ist ein Projekt der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und hat zum Ziel, Kinder sehr früh schon an die Getrenntsammlung heranzuführen. Wir haben ja ein aufwendiges Getrenntsammelsystem hier bei uns im Rhein-Hunsrück-Kreis installiert. Und es geht nur darum, dieses Getrenntsammelsystem auch zu pflegen. Das heißt also, möglichst wenig Störstoffe in diese einzelnen Fraktionen einzubringen und auch Sorten reinzutrennen. Weil dadurch letztendlich auch Entsorgungskosten gespart werden. Es dient natürlich auch der Umwelt. Und man kann natürlich auch gerade jetzt, was die Biomasse angeht, mit sortenreinen Biomassen auch wesentlich mehr an regionale Energieversorgung bereitstellen oder betreiben. Ja. Das heißt, Sie erholen sich also Kinder aus dem Kindergarten oder aus der Schule hierher für einen Tag, mehrere Tage und haben hier eigene Lehrer? Ja, wir haben also eine Person hier, die die Kinder ausbildet. Und die melden sich dann an bei uns, das dauert dann so einen Tag und die laufen dann verschiedene Lerneinheiten durch und eine Lerneinheit ist zum Beispiel, wo man den Kindern versucht, Vergärungsanlage, Biomüll, die ganze Problematik, Energiegewinnung aus Biomüll versucht näher zu bringen und da ist eine Lerneinheit, diese Schafstation nenne ich sie mal, ja. Und da wird also praktisch erklärt anhand des Verdauungstraktes des Schafes. Eine Vergärungsanlage funktioniert ja letztendlich genauso, wie das Biogas erzeugt wird. Und es ist ganz einfach, dann auch für die Kinder zu verstehen, wenn ich Störstoffe in die Biomülltonne reinwerfe, ja, dann hat die Vergärungsanlage Probleme. Genauso hat es Schafprobleme, wenn es, sagen wir mal, jetzt irgendwas zu fressen bekommt, was es nicht verträgt. Ja. Und dann haben die Kinder schon mal eine gewisse Assoziation zu dem Thema. Eine Aufmerksamkeit ist erregt worden und die lernen dann auch ganz anders mit. Also das ist schon ein interessantes Konzept. Und die Kosten werden jetzt vom Land getragen oder sagt der Rhein-Hunsrück-Kreis auch, das war eine Anschubfinanzierung. Wir bezahlen diese Lehrerinnen jetzt selber, weil wir einfach durch den sortenreine Mülltrennung auch viel Geld sparen. Ja, genau. Also wir haben das bei uns im Gebührenhaushalt eingepflegt, diesen Aufwand. Und das macht sich halt bezahlt, weil, wie Sie es richtig sagen, auch dadurch Entsorgungskosten vermieden werden. Ja. Je weniger Restmüll natürlich anfällt, umso weniger Kosten hat man. Und je mehr oder sauberer der Biomüll auch getrennt wird, umso weniger Störstoffe sind zu entsorgen, umso mehr Biogas kann ich aus dem Biomüll dann auch rausholen. Also ich meine, das ist bekannt, ich kenne das aus dem Bekanntenkreis, dass die Kinder ihren Eltern hinterher rennen, haben gesagt, Moment, die Tüte gehört aber da nicht rein, die musst du da reinwerfen. Ne? Genau, und das ist ihr Ansatz. Ne? Das ist eigentlich der Ansatz, genau. Und wir weiten das natürlich jetzt auch aus, dass wir den Kindern auch darüber hinaus jetzt noch zusätzlich die ganze Energie oder die Problematik der Energieversorgung näher bringen. Und praktisch damit auch die Energiewende mit unterstützen wollen, dass wir von weg mit unterstützen aus Ausstieg fossiler Energien rein in Energieerzeugung oder Energienutzung aus Abfällen. Mhm. Ja, und da ist natürlich wichtig, den Kindern da auch mal diese Zusammenhänge Energieerzeugung nach beizubringen. Ja. Mhm. Wir haben also da jetzt auch ein Windrad, wir haben eine Photovoltaikanlage, wo man zum Beispiel hier den Springbrunnen hier in der Nähe mit betreibt und dann, dass die Kinder einfach auch mal ein Verhältnis dazu bekommen, was kann ich mit Biogas anfangen. Ja, wir haben so eine kleine Dampfmaschine, wo man dann einfach sieht, da kann auch mechanische Energie draus werden. Das ist ja auch ein Konzept für Kindergartenkinder, ist natürlich auch nicht zu kompliziert jetzt aufgebaut. Mhm. Ja, ist also wirklich kindgerecht und kann auch bis schon
in die mittleren Klassen von Schulen auch reingehen. Also mittlere Klasse heißt 5., 6. Klasse? Genau, ja, auch ältere noch, ja. Also der Rhein-Hunsrück-Kreis hat ungefähr 100.000 Einwohner. Wie viele Kinder kommen hier so im Jahr her? Ich denke wahrscheinlich auch mehrmals. Ja, wir haben also fast im Sommer, so in den Hauptbetriebszeiten, haben wir fast jeden Tag hier eine Klasse da. Ja. Prima. Ich glaube, wir gehen mal drin gucken, was wir drin sehen. Vielleicht können wir da auch noch was lernen, ne? Als alter Hasen. Wie wir eben rumspaziert sind draußen, haben sie mir gesagt, die Kinder dürften hier sogar Plastikmüll im Wald vergraben. Was hat es damit auf sich? Ja, da wollen wir den Kindern zeigen, wenn ich Plastiktüten zum Beispiel einfach nur achtlos wegwerfe, dann verrotten die nicht, ja, und landen irgendwann mal im Meer und belasten die Umwelt. Ja. Und wir haben dann halt damit auch vor, dass die Kinder diesen Plastikmüll in unseren Getrennt-Sammelsystemen mit einbringen und nicht einfach achtlos wegwerfen. Das heißt, hier wird dann teilweise eingegraben, das ist dann so gebaut wie ein Friedhof mit einem Kreuz, ja, und dann können die Kinder schauen nach einer gewissen Zeit, dass es verrottet oder dass es nicht verrottet, ja, verschiedene Gegenstände, die man dann eingräbt. Das heißt, Sie zeigen also immer das Thema Kreislauf und das sehen wir auch ganz wunderbar hier vor uns genau. Hier haben Sie nämlich einen in sich autarken, eine Art Aquarium ist es nicht, Terrarium mit Tieren drin, aber es ist ein hermetisch abgeschlossenes System. Habe ich das jetzt eben richtig verstanden? Genau, also hier wollen wir den Kindern nahebringen, dass man eigentlich mit der Natur leben muss, nicht gegen die Natur, nicht die Natur verbrauchen darf, sondern gebrauchen und praktisch sich im Wirtschaftskreislauf mit einbindet. Und das zeigt uns genau hier diese Lerneinheit. Da sind also Tiere drin, die weder flüchten können, sich sonst wie wehren können, die können sich nur tarnen. Die Kinder schauen und suchen dann diese Tiere, die wirklich hervorragend getarnt sind. Und dann ist schon mal das Interesse geweckt für diesen Kasten hier. Ja? Und dann kommt der nächste Schritt, dann erklären wir, was in dem Kasten passiert. Das heißt, die Tiere fressen die Blätter, fallen runter, es wird Kompost, der Boden setzt sich um in Humus, dann wachsen wieder neue Pflanzen hoch, ja, und so wird dann praktisch der Kreislauf geschlossen. Und das ist einfach ein wichtiger Bereich, dass die Kinder halt von Anfang an wirklich auch mitspüren, Gefühl dafür kriegen, mit der Natur zu leben. Das heißt, es geht wirklich nur mit der Natur und wir sind Teil dieser Erde, genau, dieses riesigen Ökosystems Erde. Genau. Und ob ich das nur im Kleinen habe, mit Heuschrecken da drin, ja, die man wirklich schwierig suchen muss, oder ob wir eben auf der großen, weiten Welt leben. Ne? Ja. Wir gehören alle zusammen und eins ohne den anderen geht eigentlich nicht. Ne? Ja. Man kann sich natürlich auch vieles einfacher machen, aus Büchern holen, ja, aber dieses System ist halt so aufgebaut, dass ich assoziiere, dass ich die Kinder wirklich dahin bringe, das Interesse wecke, auch sich genau für diesen Kasten jetzt zu interessieren und dann ist die Aufmerksamkeit da. Die werden ja heute vielfältig abgelenkt, es gibt ja Medien ohne Ende, von morgens bis abends Handys, wo die Spiele haben und Computerspiele, alles Mögliche, ja. Und jede Fernsehsendung kann man sich bis in die Nacht hinein anschauen. Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig, überhaupt Aufmerksamkeit zu erregen bei Kindern. Und das versuchen wir halt hier mit diesen Assoziationen. Ich weiß auch, hier kommen öfters auch Ausländer her. Ja, wir haben schon einige internationale Gruppen da, ich glaube so um die 20 bis 30 waren es, die sich unser Getrenntsammelsystem natürlich auch anschauen, die Verwertung, die regionale Verwertung unserer Bioabfälle. Viele verstehen erstmal gar nicht, dass ich ganz vorne beim Bürger ansetzen muss und deswegen sind diese Grundideen, diese Grundlerneinheiten erst dafür oder wichtig oder es ist erst die Grundlage dafür, dass man hier überhaupt erst ein regionales Energieverwertungssystem aus Abfällen heraus aufbauen kann. Was kann man hier noch sehen in diesem Gebäude?
Ja, wir haben auf der anderen Seite noch so einen Ameisenkasten, der auch ähnlich darstellt wie hier. Das ist noch ein bisschen komplizierter, da erzeugen die Tiere praktisch auch Humus. Dann wird ein Pilz dann praktisch gezüchtet, von dem Pilz ernähren die sich dann. Da ist der Kreislauf ein bisschen komplizierter und ja, so im Grunde genommen der gleiche Zusammenhang. Ja gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal gucken, was Sie hier von und mit den Bürgern, mit dem Abfall zusammen aufbauen und wie Sie hier, was wir hier im Kleinen sehen, im Großen, im ganz großen Stil umsetzen. Ja, okay. Ja, mach mal. Gut. Okay. Rhein-Hunsrück-Kreis wird also nicht nur der Biomüll als solches gesammelt, sondern weil es ein sehr ländlicher Landkreis ist, in dem sehr viele Menschen noch sehr viele, sehr große Gärten haben und sehr viel Grünschnitt anfällt, hat sich der Landkreis ausgedacht, wir wollen diesen Müll getrennt erfassen, nämlich wirklich einerseits den Biomüll aus der Biotonne und eben den Grünschnitt. Und mit dem macht man was ganz Besonderes. Der wird nämlich in den Orten gesammelt und Sie holen ihn hier als Rhein-Hunsrück-Entsorgung ab. Was passiert dann? Ja, wir haben ja 120 Sammelplätze im Landkreis und der wird dann dort abgeholt, wird hier aufgeschichtet. Das Frischmaterial dient dann als Ausgangsmaterial für zwei Produkte. Das eine ist Brennstoff, wo wir regional Heizzentralen mitbefeuern und zum anderen auch mit dem anderen Produkt, das wir hier erzeugen, auch Kompost erzeugen können. Und dadurch, dass Sie eben hier diese Vorschulung machen, schon mit den Kindern, ist das eigentlich sortenrein. Das ist einer der Ergebnisse, die uns auch recht gegeben haben mit dem Aufwand des außerschulischen Lernortes, dass wir hier Sammelplätze haben, wo wirklich, das kann man auch weltweit vorzeigen, kaum Störstoffe gefunden werden. Und das ist der Ausgang für die regionale Verwertung dieser Materialien. Also das heißt Heizenergie, Sie beheizen hier kreiseigene Gebäude damit? Genau, ja. Wir haben also drei Heizzentralen, wo wir drei Nahwärmenetze, Schulzentren mit Wärme versorgen. Das ist einmal Kirchberg, Simmern, Emmelshausen. Und diese Heizzentralen, die Feststoffbrennkessel, die dort stehen, werden gefüttert mit dem Brennstoff aus aufbereitetem Grünschnitt. Aber ist doch, wenn der hier angeliefert wird, ist er ja frisch, sprich nass. Genau. Jetzt ist der hier auf Halden aufgeschichtet. Wie trocknet das? Ja, wir haben dann zunächst mal einen Schreddervorgang, wo das Material zerkleinert wird. Dann wird es auf Mieden aufgesetzt, liegt dann etwa 4 Wochen. Und während dieser 4 Wochen habe ich dann Kompostvorgänge. Das Material erzeugt Temperatur bei dem Kompostieren, 70 Grad. Und diese Temperatur dient dazu, dass die Feuchtigkeit aus dem holzigen Material rauszuholen, auszutreiben. Dann wird nach 4 Wochen der Vorgang abgebrochen, dann wird gesiebt in 2 Fraktionen. 0,20 mm, das ist dann die Feinfraktion, die spätere Kompostfraktion. Und 100 mm, das ist dann die spätere Brennstofffraktion für die Heizzentralen. Und wie trocken ist das Holz dann? Das wird dann, das sehen wir vielleicht näher an den Anlagen nochmal, dort auch nochmal speziell gelagert, sodass ich nachher mit einer Feuchtigkeit von rund 25% in die Öfen reingehen kann. Also 25% ist restfeuchtig, ist gut. Ist sehr wenig. Ist relativ wenig. Ne? Also wenn ich so denke, wenn ich mir Holz im Wald selbst schlage und da gucke ich auch immer so, dass ich irgendwo bei 10, 12 Prozent lande. Hier ist man ein bisschen drüber, nur der Ofen ist auch wesentlich größer. Wir können noch wesentlich weniger machen, aber die Öfen selbst, die sind auf eine sehr hohe Feuchtigkeit ausgelegt und wir wollen natürlich das Ganze auch wirtschaftlich betreiben. Das heißt also, der Aufbereitungsaufwand und später die Energienutzung müssen im vernünftigen Verhältnis stehen. Und das haben wir halt so austariert, weil alles zusammengefasst ja einen Wärmepreis nachher ergibt, der auch konkurrenzfähig sein muss. Ja. Wir verkaufen ja dann letztendlich mit diesem Holz hier Wärme
wo wir die Schulen halt beheizen. Und dieser Aufwand, der hier betrieben wird, muss natürlich auch dann ein vernünftiges wirtschaftliches Ergebnis nachher bringen. Was kostet dieser Aufwand hier? Was hat diese Fläche hier gekostet? Es werden Container gebraucht, es muss rumgefahren werden. Ja, was kostet das hier alles? Also wenn man das umrechnet auf die Heizzentralen jetzt, dann haben wir etwa einen Wärmepreis von 10 Kilowatt pro Stunde, das heißt 10 Cent pro Kilowattstunde. Und das heißt, dieser Aufwand, der beinhaltet alles. Das heißt, die Erfassung beim Bürger, die Aufbereitung, die Wärme zur Verfügungstellung direkt im Gebäude. Das heißt, diese ganze Produktkette in einer Linie sind 10 Cent pro Kilowattstunde. Und der Aufwand da vorne dran zur Herstellung des Brennstoffes sind ungefähr 3 Cent pro Kilowattstunde. Also ein Drittel etwa, rund gesehen, knapp ein Drittel ist praktisch die Verfügungstellung dieses Brennstoffes. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir mit diesem Brennstoff nicht am Marktgeschehen teilnehmen. Das heißt, das ist im Grunde genommen kostenlos vom Bürger und haben dann natürlich auch einen langfristig konstanten Preis. Ja, das heißt, wenn ich jetzt Öl kaufe oder Gas mir kaufen muss, und dann bin ich auf den Marktpreis angewiesen, der ist momentan sehr niedrig. Ja, aber da kommen nochmal wieder andere Zeiten und dann springt es nach oben. Und wir haben halt einfach hier konstante, stabile Verhältnisse, sage ich mal. Ja. Das heißt, im gewissen Sinne, der Bürger entlastet sich selber, weil der Kreis keine Brennstoffe kaufen muss für die Schulen, wie er das vor vielen Jahren noch getan hat. Genau, ja, richtig. Ja. Wir haben im Grunde genommen kann man da so sagen, dass der Bürger praktisch mit seinen Abfällen die Wärme für die Schulkinder bereitstellt. Ja. Gut, dann gehen wir mal gucken, wie das passiert, wie so ein Brennofen funktioniert. Können wir da mal einen Blick reinwerfen? Ja, genau. Gut, machen wir das. Fahren wir hin, ja. Okay. Hildenbrand, jetzt sind wir sozusagen im Herzstück. Eben haben wir noch das riesige Lager gesehen. Für welche Zeit reicht das? Also was wir da vorne gesehen haben, reicht etwa für 40% der Jahresmenge. 40%, das heißt so der normale Winter? Ja, der Durchschnittswinter, ja genau. Ja. Und jetzt sind wir hier in der eigentlichen Heizzentrale. Das heißt, das hier ist der große Ofen? Das ist eigentlich das Herzstück der gesamten Technik. Hier wird aus dem Holz Wärme erzeugt. Und die wird übertragen an den Wärmeträger Wasser und Warmwasser. Und man sieht dann hier, das wird dann hier in diesen Pufferspeicher reingeleitet. Und von dort aus wird es dann verteilt über dieses Nahwärmenetz in die Eis- und Schulgebäude. Wie viel Kilowatt Leistung hat dieser Ofen? Der hat ungefähr 750 Kilowatt. Also ein normaler Haushalt hat 10, 12, 13? Ja, genau. Und das sind 750 Kilowatt. Der hat auch noch ein bisschen Potenzial nach oben. Wir erweitern gerade jetzt, wir schließen jetzt das Altenheim hier mit an und dann haben wir hier in Stadt Kirchberg auch die Gemeindehalle, Gemeindezentrum mit angeschlossen.
Und, Kindergarten, Schulzentrum ist hier mit drinnen, ja. Und Schwimmbad auch noch? Schwimmbad ist mit drinnen, ja, Freibad, ja. Turnhallen. Ja. Sodass wir auf eine Wärmemenge von 2,5 Millionen Kilowattstunden im Schritt kommen werden, im Endausbau. Und das ersetzt wie viel Öl in etwa? Also wir haben insgesamt 3 Heizzentralen und wenn man das mal so grob zusammenrechnet, hängt natürlich auch von den Außentemperaturen vom Winter ab, ja, ersetzen wir ungefähr 600.000 Liter Öläquivalent im Jahr. Das heißt also 600.000 Liter Heizöl, was der Kreis für seine Schulgebäude jährlich nicht mehr einkaufen muss, aus fossilen Energien decken muss, sondern das ersetzen wir hier mit dem heimischen Biomüllabfall im Grunde genommen. Also kann man so sagen, so eine knappe Million Euro? Ja, so in etwa, ja. Also die Bürger sammeln hier wirklich dann eine ganze Menge Heizgut, was sowieso da ist oder was sonst draußen verrotten würde. Und ja, hier genau. Wird es einem energetischen Zweck zugeführt. Genau, genau. Kaputt gehen oder das CO2 daraus würde sowieso wieder freigesetzt werden. Genau, das Material ist ja vorhanden. Das, wenn ich das so nicht sammeln würde, dann habe ich es halt in Feld und Flur liegen. Und insofern leisten wir natürlich auch einen Beitrag zur Landespflege. Das heißt also, wenn ich irgendwo in der Gemeinde so einen Ablagerungsplatz im Wald irgendwo habe, findet man ja oft, dann landet auch sehr viel Restmüll und sonst was dabei. Und das haben wir im Grunde genommen dadurch auch mit verbessert, die Situation verbessert. Also ist ein großer Beitrag auch zur Landespflege. Gut, wenn wir jetzt hier weiter gucken, also hier wird es verbrannt, Wärmetauscher, dicke, riesen, dick isolierte Rohre, dann haben wir hier, wenn wir mal dahin gehen, also das hier ist jetzt der Wasserspeicher, von dem aus die ganzen anderen Gebäude mit versorgt werden. Genau, von hier aus wird dann praktisch die Wärme verteilt in die einzelnen Gebäude und wir haben im Schnitt hier eine Vorlauftemperatur von 80 Grad Celsius. Damit gehen wir dann an die Gebäude ran und dann wird die Wärme abgerufen und dann sehen wir natürlich zu, dass wir sehr hohe Temperaturgefälle dort vor Ort auch haben und laufen im Schnitt so mit 60 Grad Celsius wieder zurück. Was heißt Nahwärmenetz eigentlich? Wie weit ist nah? Nah ist so ungefähr 400 bis 600 Meter. Ja. Und darüber wäre dann Fernwärme. Entfernung. Ja, vielleicht kann man auch mit größeren Entfernungen noch von Nahwärme reden, aber so größere 3-4 Kilometer ist dann vielleicht schon ein Fernwärmenetz. Ja. Gut, dann gucken wir weiter. Also wenn etwas verbrennt, gibt es immer Rauch und Abgase und sowas. Ja. Und das wird also hier jetzt in diesem Gerät. Ja. Wir haben also hier erstmal Grobentstaubung, praktisch ein Zyklon, wo das Abgas hier grob entstaubt wird. Und dann geht es weiter hier in den Elektrofilter rein und hier wird nochmal der Feinstaub rausgeholt und dann geht das Rauchgas nach draußen. Das heißt, die Feinstäube werden abgeschieden? Die werden hier ganz speziell abgeschieden. Wir haben hier 20 Milligramm pro Kubikmeter Luft, nur noch an Feinstaub und das ist schon ein ganz niedriger Wert. Das ist auch schon in die Zukunft gedacht. Wie ist das mit Geruchsbelästigung? Da haben wir natürlich durch unsere spezielle Lagerung vorne dran, das ist ja oftmals auch der Gefahrenpunkt für Emittenten, haben wir das halt so gelagert, dass die Luft durchgehen kann, ja, dass es auch da nochmal physikalisch nachtrocknen kann und dann auch letztendlich keine Verrottung mehr stattfindet und somit auch kein Geruch erzeugt wird. Ja, ist doch klasse. Wie viele Beschäftigte hat das hier? Also wir haben insgesamt 5 Leute, die sind also für diese 3 Heizzentralen zuständig und teilweise 1-2 Leute zusätzlich noch, je nach Aufwand, um das Material dann ran zu transportieren. Also Fahrer quasi, die das Material transportieren. Genau. Ja. Aber im Grunde genommen
haben wir das so oft gebaut, dass eigentlich jeder alles können sollte, ja? Weil wir keine Schnittstellen haben wollen. Wir haben ja kein Material, was man auf dem freien Markt handeln kann. Das ist nicht riesenfähig. Das ist eine Stückgrößenverteilung von 20 bis 100 Millimeter. Ja? Wir haben Steine mit drinnen und da kann ich natürlich die Fördertechnik beanspruchen. Wenn ich zu viel Erde und so weiter mit drinnen habe, belaste ich mir den Brennraum des Ofens. Und da sind wir bestrebt schon, dass wir bei der Erfassung bis zur Wärmeverteilung alles in einer Hand behalten, dass die Leute praktisch eine einheitliche Verantwortlichkeit auch haben. Ne? Dass keiner, wenn mal irgendwas schief geht, die Verantwortung zum Beispiel auf den Materialhersteller, den Brennstoffhersteller und den Ofenhersteller schieben kann, sind wir also an allem immer selbst schuld und müssen uns dann auch wieder selbst regulieren. Ja? Ja. Gut. Was passiert, wenn diese Anlage ausfällt? Wir haben dafür auch einen Spitzenlastkessel, der deckt ungefähr 10-15% ab. Wir haben das kalkuliert mit 80%, dass der Feststoffbrennkessel 80% der Energie liefert und der Spitzenlastkessel, das ist fossiles Gas hier, 20%. Aber wir haben das so weit jetzt im Griff, dass wir teilweise sogar nur 10% fossile Energie noch benötigen. Das heißt, der Ofen, der Betrieb des Ofens ist so optimiert, dass der auch bei niedrigen Temperaturen noch laufen kann. Ja, was mit den Geräuschen, die man hier hört, da werden praktisch die Rohre in dem Wärmetauscher mit Luftdruck nochmal geputzt, dass sich da keine Staubpartikel anheften. Ah, deswegen. Also hier erschrickt man dann regelmäßig, ja. Ja gut, jetzt sind wir hier wunderbar durchgewärmt, jetzt können wir wieder rausgehen. Genau. Was gucken wir uns als nächstes an? Ich würde sagen, wir schauen uns dann nochmal so ein Gebäude an, vielleicht auch dann so mal eine Wärmeübertragung, obwohl das muss man einfach auch sagen, wenn man mal den Brennstoff hat und die Wärme hat, ist im Grunde genommen alles herkömmliche Technik. Das ist eigentlich da nichts mehr Neues. Ja. Das Interessante ist, was wir eben gesehen haben, ganz vorne beim Bürger anzufangen, dass ich da schon keine Störstoffe habe, dass ich eine spezielle Zuführung in den Ofen habe, spezielle Lager- und Transporttechnik und eine Ausbringung auch der Asche. Das ist auch eine spezielle Technik. Ansonsten ist alles herkömmliche Technik und insofern vielleicht auch nicht so interessant. Ja. Aber wir können uns das gerne nochmal anschauen. Aber da kommt mir noch eine Frage, also Asche, die war ja sauber. Das Material, was reingeht zum Verbrennen, enthält keine Schadstoffe, also muss die Asche auch sauber sein. Aber was passiert mit der? Genauso wie mit dem Feinstaub. Die Asche müssen wir zurzeit noch deponieren. Wir haben da keine Möglichkeit, das nochmal in der Landwirtschaft zu verwerten, weil wir zu viele Steine noch mit drin haben. Zu viele Grobanteile. Ja. Und wir haben ungefähr 10% Asche von unserem Inputmaterial. Für die drei Heizzentren brauchen wir ungefähr 2.500 Tonnen Brennstoff jährlich. Und davon ungefähr 10%, 250 Tonnen etwa Asche an. Und diese Asche separat nochmal aufzubereiten, ist momentan noch zu teuer. Denn wir müssen ja den ganzen Aufwand immer in den Heizpreis mit einkalkulieren, den wir ja auf lange Zeit auch uns verpflichtet haben, konstant zu halten. Das heißt, wir müssen dann sehen, dass wir an der Stelle noch ein Stück weiterentwickeln, was die Asche angeht. Ja. Dass wir das auch stofflich verwerten können. Mhm. Im Grunde genommen ist es so, dass wir immer das Ziel hier verfolgt haben, nicht nur reine Energie zu erzeugen aus dem Grünschnitt, sondern auch die stoffliche Verwertung, die stoffliche Komponente mit im Auge haben. Deswegen haben wir ja ungefähr 50% des Materials, was wir absieben, gewichtsmäßig, auch noch als Material für die Landwirtschaft, für die Düngung, für den Ersatz, sagen wir, von Düngemitteln. Also diesen Kompost, den wir auch gesehen haben. Kompost, den ihr gesehen habt. Ja. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen hier im Rhein-Hunsrück-Kreis wird an der Energiewende heftigst gearbeitet. Ich denke mal, ein Besuch hier, ein bisschen wandern, mal hier mit Herrn Hildenbrand sich treffen oder auch einfach mal im Internet gucken, denn der Landkreis unterhält auch eine eigene Internetseite zum Thema Energiesparen mit ganz vielen Tipps. Ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und wir gehen jetzt mal weiter gucken, ob wir noch was finden. Denn hier im Rhein-Hunsrück-Kreis ist die Energiewende. Bis nachher. Ja, jetzt sind wir wieder zurück auf dem Gelände der Kreismülldeponie. Gesehen haben wir die alte Technik, nämlich etwas zu verbrennen.
hier auf dem Gelände der Kreismülldeponie, sprich bei der Rhein-Hunsrück-Entsorgung, ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich immer so gerne Energie hier sage, ja, haben wir ein Verwaltungsgebäude, das eine große Besonderheit hat. Deswegen stehen wir auch hier hinten draußen und wir sehen so ein bisschen einen Hügel. Und der Herr Hildenbrand wird uns mal erläutern, was es mit diesem Hügel und mit dem Gebäude auf sich hat. Ja, wie gesagt, unsere Heizzentralen sind eigentlich für die Wärmeversorgung von Altbeständen sinnvoll. Und wenn ich neu baue, dann muss ich das eigentlich so machen, wie wir das hier gemacht haben. Wir haben hier ein Passivhaustechnik. Das heißt also, das braucht eigentlich nur 1,5 Liter Öläquivalent pro Quadratmeter an Wärme. Normales Wohnhaus, Einfamilienhaus etwa 10 bis 15, je nach Dämmung. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser, aber das hier ist extrem wenig, ja. Wir haben dann die Wärmeerzeugung im Gebäude, da haben wir durch die Körperwärme, durch die Leute, die hier sind, da sind ja 20 Personen drinnen. Wir haben dann die Sonneneinstrahlung, die die Wärme einträgt und wir haben dann als im Winter für ganz besonders kalte Tage als Unterstützung unsere Erdwärme, die wir hier unter diesem Hügel untergebracht haben. Wie funktioniert das mit der Erdwärme? Wir haben also da eine Sohle drinnen. Die Verteilung findet dann über eine Leitung statt, die ungefähr 400 Meter lang ist. Und diese 400 Meter langen Rohre haben einen Durchmesser von 2,5 Zentimeter. Und da ist eine Sohle drinnen. Und dann wird praktisch da über eine Erdwärmepumpe wird dann die Wärme aus dieser Wasserenergie dann entzogen. Und für besonders kalte Tage dann halt bei der Zuluftfuhr dann mit eingespeist als Energieeintrag. Und wenn es mal richtig warm ist, kann man das wahrscheinlich auch umgekehrt laufen lassen? Wenn es mal richtig warm ist, dann wird natürlich die Erdwärme ausgeschaltet. Da haben wir da aber auch das Kühlwasser im Sommer, ja, was dann dazu beiträgt, dass die Luft, die eingetragen wird, auch darüber gekühlt wird. Und dieser silberne Turm, der da steht, für was ist der da? Da wird die Luft angesorgt für das Gebäude. Das ist ja ein Passivhausstandard. Das heißt, es hat eine Fremdbelüftung. Die Luft, die zum Atmen, zum Leben benötigt wird, wird ja über diesen Schnorchel, sage ich immer, angesaugt, ja, und wird dann im Gebäude dann mit speziellen Techniken unter der Decke dann auch verbreitet. Und die Luft, die dann abgesaugt wird aus dem Gebäude, die wird dann über einen Luftwärmetauscher geleitet und da wird der Luft auch der Abluft nochmal die Wärmeenergie entzogen und dann nach der Zuluft beigeführt. Und der elektrische Strom, wo kommt der her? Ja, also wir haben hier einen Stromverbrauch von 17.000 Kilowattstunden im Jahr, wenn man rein jetzt mal das Gebäude rechnet. Wie groß ist das Gebäude? Das ist zum Vergleich. Das Gebäude hat ungefähr, das ist sagen wir 10 Meter breit, hat eine Länge von 30 Metern, eine Höhe von 8 Meter und hat ungefähr 13.000 Kilowattstunden Stromverbrauch. Wir haben also die Energieversorgung also nur über Strom und wir haben auf dem Dach eine Solaranlage, die 17.000 Kilowattstunden Strom erzeugt und da sind wir rein bilanziell gesehen ein Energiegewinnhaus, weil wir halt einen Übertrag von 4.000 Kilowattstunden im Jahr haben. Super. Ich glaube, jetzt gehen wir mal rein und wir wärmen drin mal ein bisschen mit. Ne? Jetzt sind wir also hier sozusagen in der guten Stube drin, wo die ganzen Besprechungen stattfinden. Ist das eigentlich jetzt ein Abfallbeamter oder nur Beamter? Denn hier ist ja alles Gläser, ne? Hier kann jeder immer reingucken, ob hier fleißig gearbeitet wird. Ne? Wobei man natürlich nicht unterstellen soll, dass Beamte gläserne Büros brauchen, um zu sehen, zu zeigen, dass sie auch was arbeiten. Also ich bin jetzt verbeamtet, ich bin bei den 70 Mitarbeitern einer von dreien. Wir haben also nur noch ganz wenige Beamte und aber nichtsdestotrotz, die arbeiten alle und
dieses Gebäude hier, das ist rein, sagen wir auch von der Arbeitsphysiologie her und vom Wohnen, vom Leben her natürlich schon top. Das motiviert die Mitarbeiter, man merkt das. Und durch die Gläser können die Leute auch dann von außen sehen, dass auch hier wirklich freudig gearbeitet wird. Ja, und jetzt gibt es hier in diesem Gebäude, auch in den einzelnen Räumen, gibt es Besonderheiten. Ja, wenn man hier in den Raum reinkommt, muss man den Anwesenheitsschalter drücken. In dem Moment geht Licht und Lüftung an. Ja. Und ansonsten, wenn man den Raum verlässt, muss man das wieder natürlich ausschalten. Und dann ist das Ganze von der Energie runtergefahren. Und wenn ich das Licht einschalte, wird der Raum hier geheizt. Also ich habe eben gemerkt, wenn man draußen durch den Gang geht, dann geht auch das Licht an und aus. Eben lief jemand, ging das Licht an, jetzt ist er ein paar Minuten weg. Jetzt geht es wieder aus. Reicht hier wirklich die Wärme der menschlichen Körper komplett aus, dieses Gebäude zu heizen? Ja, das reicht natürlich nicht aus. Wir haben hier auch eine Dreifachverglasung. Das Gebäude ist nach Süden hin ausgerichtet. Das heißt also auch, die Sonnenenergie wird genutzt, die hier reinfällt. Die wird dann umgewandelt in langwellige Strahlung, die dann nicht mehr durch die Scheibe zurück kann. Der typische Effekt. Und dann haben wir natürlich auch zu Spitzenzeiten, wie eben schon gesagt, auch eine Wärmepumpe, wo wir Erdwärme dann nochmal dazugeben müssen. Und die Wärme wird eingetragen über die Luft, die man hier zum Atmen braucht, hier oben über diese Deckenstrahler. Ja, toll. Wer war denn hier der Architekt? Denn sowas gibt es ja nicht zu kaufen, so ein Gebäude, sondern das muss ja vom Spezialisten eigentlich geplant werden. Ich denke mal, die sind relativ dünn gestreut und das wird auch schwierig sein, entsprechende Handwerker zu finden. Also wir haben am Anfang bestimmte Rahmenvorstellungen natürlich gehabt und haben dann einen Ideenwettbewerb durchgeführt, wo wir halt so 5 Ideen reingekriegt haben und haben dann eine ausgewählt. Und das war dann, wenn man Namen nennen darf, Architekturbüro Jeckel in Oberwesel, der die tolle Idee hatte mit dem Erdhügel hier hinten dran, weil nach hinten sind die Nutzräume, die brauchen keine Fenster und so weiter, ja. Und Toiletten und Archive und so weiter. Und vorne die Büroräume. Das hat uns vom Gesamtkonzept her gut gefallen. Auch die Hülle an sich auch, ist dann voll Beton. Das heißt, ich brauche ja auch einen gewissen Wärmespeicher. Ja. Und die Innenwände sind flexibel zu variieren. Das ist schon vom Konzept her sehr ansprechend gewesen. Und das Energiekonzept hat dann die Beratungsstelle TSB in Bingen übernommen. Die haben das dann im Detail ausgelegt. Gut, jetzt sehen wir hier, der Rhein-Hunsrück-Kreis hat schon eine ganze Menge Preise bekommen. Da werden wir vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal drüber reden. Hier steckt auch nochmal die Systematik, die wir vielleicht nochmal größer zeigen können. Das funktioniert. Aber wie wohnen Sie privat? Haben Sie da auch so ein Gebäude? Ja, also das ist natürlich immer wieder eine Frage des Investors. Ja. Wenn ich jetzt meinen eigenen Geldbeutel sehe, dann ist es natürlich schwer, die Mehrinvestitionen, die man bei so einem Gebäude ja nötig hat, dann bei den günstigen Energiepreisen jetzt in eine kurzfristige Amortisation dann reinzuschaffen. Das ist eigentlich nicht möglich. Und wir haben hier dann ein gewisses Vorzeigeobjekt auch, wo man dann letztendlich zeigen kann, es geht doch. Wir wollen den Markt damit anschieben, dass auch Wettbewerb entsteht, dass ein Umdenken vor allen Dingen auch entsteht. Und so wie das momentan noch gestrickt ist, ich persönlich habe so ein Gebäude mir nicht geleistet. Ja, bereue es vielleicht auch, aber der Landrat sagt ja immer, wenn ich langfristig betrachte, sind die Energiekosten wesentlich höher als der Invest des Gebäudes. Und aber wenn man das am Anfang als Bauherr sieht und in so einer Investition drinsteckt, dann wird erstmal jeder Pfennig dreimal umgedreht. Ja. Und dann ist ja das, wie gesagt, das Öl und noch relativ günstig. Und so in 3-4 Jahren, wenn dann der Ölpreis mal wieder ansteigt, dann fängt man mal an nachzudenken, aber dann ist es dann oftmals schon zu spät. Ja. Also diese Probleme wird es hier in diesem Gebäude auf jeden Fall nicht geben, da es ja quasi nahezu autark ist mit der Solaranlage noch auf dem Dach. Prima, toll. Ich freue mich, dass wir hier sein durften. Ich denke mal, wir werden noch mehr von der Thematik mal hören und das bestimmt bei anderer Gelegenheit mal wieder sehen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, hier im Rhein-Hunsrück-Kreis wird Energie gemacht und wenn es sein muss, sogar mit Müll und wenn es noch weitergehen muss, sogar richtig autark. Denn hier ist die Energiewende.